Oha, hier ist aber ordentlich was zu entdecken. Und hier ist vor allem ordentlich Zeug zum Abholen, so. Ich glaube, Kohle haben wir jetzt inzwischen aber genug, würde ich fast sagen. Hier ist jetzt irgendwo eine Fackel hingefallen. Wo ist denn die? Ja. Moment. So. 24. Muss reichen. Machen wir sie neu. So. Gleich mal besser präsentieren hier. So. Hier. Also da geht es auf jeden Fall hinten irgendwo wieder runter. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. So. Was ist denn hier? Ist wahrscheinlich auch nichts, ne? Ich sehe das gerade gar nicht. So, hier ist ja tatsächlich einfach nur ein bisschen Höhle und hier geht's dann wieder ein bisschen runter. Ist das einfach nur so ein kurzer Wasserfall gewesen? Oder was ist hier noch? Oha. Oha. Ist hier aber das Ende, oder? Hier geht's noch... Ah, ne. Ich wollte gerade sagen, hier geht's noch tiefer runter, aber hier geht's nur ganz kurz runter. So. So ist doch hübsch. Da kann man noch was mit anfangen. Hier Wasser, da oben. So, da oben Zeug, hier Zeug. Und hier eine... Kann man hier eigentlich unter Wasser die Fackel noch setzen? Geht das noch? Es geht noch. Dann machen wir hier auch gleich mal ein bisschen Unterwasserbeleuchtung hin. Wobei wir es da ja nicht übertreiben müssen. So. Wir haben eh keine Fackeln mehr. So, also hier schön Hülle. Das sieht doch schon mal allerliebst aus. Hier dieser komische Wasserberg ist okay. Kann man so machen. Sieht halt komisch aus. Wo bin ich denn hergekommen? Da bin ich hergekommen, ne? Genau. Ich bin da irgendwie einmal hochgeschwommen. Ja, machen einmal Koordinaten an. Ich weiß, wo das war. So. Für den Fall, dass wir hier irgendwann mal wieder zurückkehren wollen, hätten wir jetzt auf jeden Fall Koordinaten, wo wir denn hinlaufen müssen. Ja, wir gehen jetzt hier erstmal ein bisschen Zeug holen. So. 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 Dann haben wir nämlich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Werkzeug dann nachher, was womit man dann vernünftig bauen kann. Das war ja bisher echt kein Zustand, ne? So, also hier, Kohle, 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 da, hier, da, 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 da hinten. Oder hier? Da war noch Mese. Holen wir erstmal ein bisschen Mese ab. Ups, so. Nur ein kleiner Haufen hier, so. Das Kohle noch mitnehmen, hier noch ein bisschen mitnehmen, so. Dann ist da unten drin noch was. Das können wir eigentlich auch noch uns irgendwie holen. Dann müssen wir gleich schon wieder Fackeln machen. Hey, ich nicht gedacht, dass wir so viele Fackeln verbrauchen. Gut, andererseits, man sieht sowieso nichts. Also von daher müssen wir Fackeln haben. So. Kurz mal hier hinstellen. Dann machen wir... Komm, wir werden es eh verwursten. Also von daher. So. Komm, was soll's. Machen wir ein 100er und den Rest. Und dann machen wir hier einmal komplett Fackeln mit allem. So, 100 Fackeln. Wir werden sie sowieso brauchen. So, dann hier wieder runter. Können wir hier nämlich eben noch kurz zu Ende Licht machen. Ja. Da ist auch. So, da war. Da hinten ist noch. Das geht eigentlich schon fast. Ne? Machen wir trotzdem einmal, damit das so halbwegs ausgeleuchtet ist alles. Bei der Gelegenheit können wir hier gleich ein bisschen Zeug mitnehmen. So. Döp, 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 döp. Das ist auch... Oh, da ist schon hier... Da ist schon Schaden angesagt. So. Gehen wir kurz mal hier an Land. Häppchen essen. Und wieder rein ins Wasser. Hier, da unten hin. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier weiter runter und gucken mal, was hier noch so geht.
Wir haben einen Ausgang gefunden. So, ist doch hübsch. Wir folgen dem Wasser einfach mal. Und hoffen mal, dass wir da nicht auf so einen Dungeon Keeper treffen, weil dann war es das nämlich fürs Erste. Und mit dem ganzen Zeug, was ich jetzt habe, will ich keinen großen Kampf irgendwie machen. Da habe ich gar kein Interesse dran. Oder irgendwie riskieren abzustürzen. Ne? So, da kann man stehen, das sehe ich so. Da kann man stehen. Wo geht's hier weiter? Hier geht's weiter. Bis hier. Okay. Und hier drüben auf der anderen Seite. Wir nehmen es erstmal mit, würde ich sagen. Weil hier kommen wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder hin. So. So. Ja, wir müssen das ganze Zeug nachher auch noch brennen, ne? So. La 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 la. La 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 la. Zack. Zack. Ups, da ist sie hinüber. Wir haben ja noch ein paar. So. Bei der Gelegenheit ganz kurz mal. Ohne Werbung. So, Weintraube. Guck mal hier. Oha, den kriege ich hier oben, kriege ich aber nicht mehr, ne? Nee. Naja, egal. Nehmen wir von hier mit, hier ist ja genug. So. Ja. Fließt das Wasser auch gleich rein. So, dann. Hier geht's weiter runter. Dann gehen wir hier weiter runter. Wo kommen wir denn hier hin? Also hier geht's auch weiter. Oh, guck mal, hier fängt dann Special-Zeug an. Was haben wir denn hier überhaupt? Ach, Uran. Uran? Da fängt doch noch nicht Special an, aber ich habe Uran gefunden. Alles klar, Uran. Aua. Aua? Von dem Uran wahrscheinlich, ne? Solange es das im Inventar keinen Schaden macht, hier war doch auch gerade noch einer. Solange es das im Inventar keinen Schaden macht, ist das, glaube ich, okay. Uran, alles klar. Atomkraft, nein, danke, oder? schauen wir mal, ne? Hier ist auch noch Zeug. Aber ich dachte, hier fängt schon das Special an. Okay, dann nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich noch tiefer. Oder war es 1024 tief? Ich weiß es nicht mehr. Oder ist hier vielleicht einfach nichts, aber wohl hier geht das Wasser noch tiefer. Wir folgen einfach mal dem Wasser, würde ich sagen. Und solange das Wasser da ist, wissen wir auch, dass wir wieder zurückkommen. Wobei hier ist dann sowieso vorbei. Okay. Da ist noch mehr Uran. Guck mal einer an. So. Upsi. Da ist noch mehr. Meine Güte. So. Was ist jetzt mit dem Uran? Müsste eigentlich, ne? Ich glaube, so viel auf einem Haufen wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob die Mods sich auch dran halten, dass der Weltgenerator ein bisschen getweakt ist. Dass da dann auch einfach mehr von allem da ist. Wir gehen hier erstmal wieder hoch, weil wir können hier drüben, glaube ich, auch nochmal irgendwo hin. Ja, wir gucken mal hier. Kohle. Ah, hier waren wir schon drin. Trotzdem. So. Ja, dann haben wir hier eine schöne Sackgasse gefunden. Das ist doch auch nett. Ne? Dann gehen wir hier mal wieder hoch. Und ja, ich weiß, ich habe hier ganz viel Zeug liegen lassen, aber das ist okay. Hab sie. So. Da. Hier links. Kann
wir ja auch noch weiter. Aber hier ist, glaube ich, würde mich wundern, wenn hier noch irgendwie das großartig was wäre. Nee. So. Na komm. Ja, gut. Ja. Na, hau weg. So, 40 Minuten haben wir jetzt schon gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den Schnitt gemacht habe. Vielleicht mache ich irgendwo so Halbstundenschnitte, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, 40 Minuten Höhlentour für so ein bisschen Material. Da hinten ist noch ein Mesemonster, was wir mitnehmen können. Für so ein bisschen Material ist, glaube ich, okay. Wir müssen eh da hinten hin. Also von daher, alles gut. Ach, hier könnten wir eigentlich auch noch wieder... Da waren wir doch schon, oder? Da bin ich doch reingegangen vorhin. Aber guck mal, hier ist... Hier ist Zeug. So. Oh, 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 oh. Ah. Einmal kurz durchatmen. So. Messi Monster. Hallöchen, mein Guter. Pam, 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 pam. Trifft mich wahrscheinlich die ganze Zeit, aber ich merke es halt nicht, ne? So. Zack. Da haben wir auch genug von. Also, wir haben Mese, wir haben hier Zeug, da haben wir Zeug, da haben wir noch mehr 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 Zeug. Da haben wir noch mehr Zeug, da haben wir noch mehr. Da, das ist noch mehr Mese. So. Ist da noch mehr Mese? Ja, da ist noch mehr Mese. Nehmen wir natürlich alles mit. Und wir benutzen auch die Mesekristalle nicht einfach so, sondern wir machen da schön irgendwie Mesepulver draus und bauen uns dann gesteckte Mesekristalle einfach selber. Da haben wir dann einfach mehr davon. So. Gut, dann Trevelnet. Trevelnet. Moment. Keine Ahnung. Weil Mese haben wir und da kriegst du eigentlich auch Trevelnet raus. Habe ich jemand überhaupt? Habe ich das überhaupt alles aktiviert oder habe ich da nicht aktiviert? Oder immer erstmal größer hier. Ah, größer. So. 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 Das war von Technik, ne? Aber Technik habe ich doch aktiviert. Oder heißen die nicht? Die heißen noch Travelnet, oder nicht? Mesegedönse. Mesegedönse, Mesegedönse. Nee. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oder ist sie versteckt hier? Pipebox. Mining Laser, okay. Das ist Urangedönse, okay. So, das ist von der Furniture Mod. Das machen wir alles später mal. Ja, die Mod addet ganz viel Kram. Aus ganz vielen verschiedenen Materialien. Ganz vielen verschiedenen Variationen. Habe ich schon erwähnt, dass sie viel Kram edit. Aus vielen Materialien. Ah, meine Güte. Ich will doch nur dahinter gucken, wegen... Ich glaube, da ist nichts hinter. Ich hab die doch eben... Hä? Hier, aber das ist der Kram, den wir gleich machen. Jetzt bin ich doch von vorne angefangen. Okay, Box. Ich guck mal ganz kurz nach. Moment. Travelnet Travel Box. So hieß das Ding doch. Teleporter Box. Okay, Teleporter. Nein. Hab ich die Motten nicht unermeint? Die Glas
Was links und rechts mit Glas? Stil, Mese, Stil. Ich brauche Glas und ich habe Mese und ich brauche... Ich habe doch eigentlich alles. Na, Sand habe ich nicht, ne? Da, doch, da habe ich Sand. Vielleicht wird die einfach nicht angezeigt. Ich hoffe mal, ich bringe da jetzt nicht... Na, ich bringe da jetzt nicht irgendwie ganz massiv was durcheinander. Weil sonst ist nämlich alles, was wir hier gerade machen, vergeben. So, ich würde nämlich hier mir das irgendwie gerne als Bookmark markieren. Weil so die Ecke hier ist eigentlich ganz geil. Das einmal raus, dann einmal Ofen. Kohle haben wir ja noch. So, einmal Ofen, einmal Zeug runter. So, einmal Ofen. Silver Sand, ah, das ist egal. Ich brauche 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Dann brennen wir kurz. Das Stil brauche ich auch noch. Oh ja, ein bisschen. Wo haben wir hier? Iron Lamp. Brauchen wir 2 von. Mese haben wir hier auch noch 1 von. Und dann gucken wir mal, ob ich das gecraftet bekomme. Ich habe das Ding aktiviert. Ich bin mir sicher. Ich habe das aktiviert. Aber wir haben ja auch die ganzen Maschinen und so. So. Anleitung sagt, hierhin, hierhin, dahin, dahin oder andersrum, warte mal. Andersrum? Hä? Was? Moment. Genau, place in the middle room und dann ein Stil, Mese, Stil. Also andersrum, dann war meine erste Vermutung richtig, aber dann habe ich mich nicht vermisst. So. Hm. Hm. Dies, 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 Mese, 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 Mese. Es ist Technik, 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 Ich weiß es doch nicht. Dann machen wir... Wir sind ja hingelaufen, mehr oder weniger, ne? Kratz, kratz, kratz. Moment. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wie lange das dann geht? Ach, letztendlich, ja. Tisch des Rezept. Laut Anleitung. Linke Seite, rechte Seite Glas. Und in der Mitte, von oben nach unten, Stil, Mese, Stil. Wrought Iron Ingot. Ist doch Stil, oder nicht? Oder ist jetzt irgendwas kaputt? Stil. Wrought Iron Ingot ist Stil. Hm. Weißt du was? Lex mir Moos. Wir nehmen das Kramszeug hier wieder mit. Beziehungsweise eigentlich kann man es hier als Marker so ein bisschen lassen, oder? Wir machen hier mal mit den Fackeln drumherum. So. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder. Fackelhandecke sieht komisch aus. So. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder und finden das hier dann nochmal. Und dann wissen wir, ah, hier waren wir schon mal. Ansonsten. Mese vielleicht, so ein Mese-Kunst-Ding, Moment. Gut, dann haben wir jetzt einen für so verbraten. Wenn das jetzt klappt, ist schön, wenn nicht, dann habe ich gehabt. Wer grunzt mir hier in den Nacken, während ich hier am... Wieso stehst du auf meinem Kopf? Was soll das? Dann kannst du mir da keinen Schaden antun. Gleich vorbei, so. Kohle, danke. Fackel, danke. Da, danke. Nö,
Nö, dann keine Ahnung. Das Zeug nehmen wir natürlich alles wieder mit. Dann haben wir halt Pech gehabt. So, home. Auch keinen Bock jetzt da zu suchen stundenlang. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Muss ich mal gucken, warum es nicht geht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Platz hier zum... Hier haben wir auf jeden Fall Happa Happa. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Wobei, da ist noch Kohle drin. Uran, Uran. Ich tue das Uran mal einfach so in die Kiste. Kann man hier in die neue Kiste rein tun. Einfach so. Keine Ahnung. Haben wir eigentlich eine Technikkiste? Wir haben eine Mesekiste, glaube ich, schon gemacht, oder? Steinzeug, Kuhkram, Holzzeug, Glas, Werkzeug. Mese und Technik, ja, siehst du, wir haben schon eine Mesekiste. Dann kann man nämlich hier das mal bei der Mesekiste mit reintun. Beziehungsweise Mese und Technik. Und da machen wir jetzt noch ein paar von. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall. So. Dann brauchen wir hier. Können wir auf jeden Fall das Eisen mal schon mal brennen. Dann machen wir hier. So. Da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. So. Wir gehen mal eben kurz ein bisschen an See. Oder gehen wir an den Hafen? Na, wir gehen an See. So. So. Eimer? Ach ja. Das braucht jetzt ein bisschen. Das können wir eigentlich den Eimer hinmachen. Was? So. Ja, das ist shapeless. So. Und. So. Ich habe das schon mal irgendwann gemacht, dass das so ewig lange gedauert hat. Ich erinnere mich noch irgendwie damals auf. Ich glaube, das war. War das auf dem Blog, Liebesserver? Nein, das war vorher noch. In meiner ersten Singleplayer-Welt habe ich das schon mal mit Terracotta gemacht. Da habe ich mich auch einfach an See gestellt und weil das auch Wasser braucht, genau der gleiche Vorgang hier. Na, 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 total spannend, total spannend, super, total spannend. Lalalala, lalalala. So, haben wir gleich keinen Kobbel mehr. Das war eigentlich nochmal wieder. Ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, das alles zu verarbeiten. Das ist einfach zu viel repetitiver Schwachsinn. So. Das muss reichen. Inzwischen sollte dann auch gebrannt sein. Ja. Ah, brennt noch. Gut, aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen davon da. Dann machen wir hier mal ein bisschen. Zack, zack. 60 ist, na gut, okay. Wir haben hier noch irgendwie genug drin. Und dann haben wir da noch ein bisschen was von. So. 17. 17 ist, glaube ich, okay, ne? So. Jo, lass das mal eben zu Ende brennen. Dann gehen wir hier kurz mal runter. Ja, dann kann man nämlich hier den Kram schon mal wegstellen. Da haben wir auch noch welche von. Wir machen hier mal den Technikkram da hinten hin. Die müssen jetzt noch gebrannt werden. Und dann haben wir wieder schön hier oben von denen hier schön frische Mesekristalle. So mit fast frisch. So. Wollen wir mal kurz ernten gehen hier. Warum wächst hier eigentlich ein so ein... So. Gut, Tomate ist nicht voll. Nom, 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 nom. 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 Geht doch. So. Rhabarber, wieso wächst hier Gras? Das ist ein Beet, mein Freund. Hier wächst kein Gras. So. Reicht das? Ja, ne?
21? Nö, reicht wahrscheinlich nicht. Doch, reicht. So, reicht, genau. So, hier wächst auch Gras. Warum wächst hier auch Gras? Das gehört sich nicht. So. So. So, das ist auch voll, das Beet. Hier ist er noch am Wachsen. Kartoffelchen sind auch noch am Wachsen. Da hinten haben wir noch ein leeres Beet. Hier muss es noch weitergehen. Ich überlege gerade irgendwie, eigentlich könnte man, kann man hier schon runtergehen. Ne, ist noch ein bisschen, Ja gut, das Beet wäre dann auf der Höhe hier. Also hier kommen wir runter. Hier bleiben wir oben. Gut, dann wäre hier das erste Beet, das runtergeht. Das erste Beet, das runtergeht. Schalali und schalala. Warum ist hier eigentlich keine Tür drin? Kann mir das mal einer beantworten? Habe ich da mal eine Tür reingebaut? Nein, ne? Werkzeuge, Holzzeug. Habe ich eine Tür? Nein, ich habe keine Tür. Dann machen wir eine Tür. Egal. So. Wir müssen ein bisschen vorankommen hier. Wir müssen erstmal eine Tür machen. So, zack, zack. Dann muss die so rum rein. Beziehungsweise hier rein. Oder so rum hier rein. So finde ich, glaube ich, geiler. Ja, so finde ich geiler. So, dann haben wir hier nämlich schön Tür. Kann man dann rausgehen. Vielleicht mal eine Eisentür rein, oder? Wollen wir noch machen. So, die können wir auch erstmal eigentlich hier unten mit irgendwie. Was stellen wir hier mit dazu? Das gehört zusammen. So, inzwischen sollte das Eisen oben durch sein. So, Eisen ist durch. Machen wir Mesekristalle rein. So. Während die dann brennen, können wir hier schon mal ein bisschen Bergbaukiste wieder auffüllen. So. So. Faggeln können wir hier mal zusammen tun. Upsa, tu mal zusammen tun. Dann schmeißen wir ein bisschen. Sand und Glas. Hier liegt noch Sand und Glas. Okay, guck mal, Sand hier mal. Glas mal mit dazu tun. Ja, muss ich mal gucken, bis zur nächsten Aufnahmesession, warum das da jetzt nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu doof. Oder ich habe irgendwie was nicht mitbekommen, dass eine Mod aus irgendeinem Modpack ausgelagert wurde. Aber eigentlich hatte ich alles drin gehabt. Also das mit den... das mit den Truhen, das ist ja auch merkwürdig. Und hier bleiben sie, also bleiben nur. Die ist weg. Die bleibt, aber die ist genauso wie diese hier. Und die ist auch weg. Gut, die hat eine dran, die hat eine dran, die hat eine seitlich dran. Ah ne, die ist anders. Die müsste verschwinden. Nein? Ah ne, die... Gut, die steht auch anders. Gut, es funktioniert, es ist einfach nur optisch, soll mich nicht weiter stören. Wir schmeißen mal ein bisschen Ökokram in die Ökokiste. So, hier, Gras rein. Haben wir doch, glaube ich, genug von Gras irgendwann, ne? Dann haben wir hier... Leben, Erde, Kinder, wo ist denn hier? Möbel? Nein. So, Sand und Glas. Holzzeug. Holzzeug. Hier, Schilder rein. Das muss noch alles gebrannt werden. Sand können wir hier mal... Lehm, Erde, Kies, Sand und Glas hier. Das ist bei so 30 Grad Raumtemperatur echt schwierig. so. Ökokram, Möbel, Holzzeug, hier wollte ich hin. Aber hier ist kein normales Holz. Doch, hier ist auch gebautes Holz. Nein, das ist ja alles Bauholz.
Wir brauchen eh Bauholz, also von daher. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Pum, pum. 100. 100. Gucken wir mal. War das so? Fancy, fancy. 200 fancy. Gucken wir mal, ob das reicht, ne? Zäune müssten eigentlich reichen, würde ich sagen. Das ist das, was ich meine. Man muss halt abzielen. Wenn man sich dann aber schon beim Zielen nicht richtig anstellt, dann hat man halt verloren.